Das hier ist ein Paprika-Dip. In sehr vielen türkischen Restaurants bekommt man diesen zur Vorspeise mit Brot. Und das hier ist mein Versuch, es nachzumachen. Ich habe dafür rote Spitzpaprika, Zwiebeln, Tomaten und Knoblauch in eine Backform gegeben. Darauf etwas Olivenöl verteilt und das Ganze bei 240 Grad im Ofen gebacken. Bis spätestens die Paprika komplett weich sind. Die habe ich gesäubert und dann das ganze Gemüse in einen Mixer gegeben. Dazu noch etwas Paprika und Tomatenmark, noch etwas Paprikapulver, Chili-Pulver, Salz und Granatapfelsirup. Das Ganze habe ich dann einfach nur noch durchgemixt. Der Dip sollte am Ende etwas scharf sein, aber das Wichtigste ist, dass es einem persönlich schmeckt.